Schiedsrichterin hat noch einen Moment gewartet. Die beiden Mannschaften kamen sehr früh. 2-1 steht es für die deutsche Mannschaft. Da hat es ein paar Wechsel gegeben. Kemme ist drin, Jasic und auch Kessler. Und auf der anderen Seite ist Skamelsrud gekommen. Aber es hat auch hier oben einen Wechsel gegeben. Und zwar habe ich Verstärkung bekommen. Doris Fitschen ist da. Herzlich willkommen erstmal. Hallo. Ganz schön schattig hier oben. Ne? Ja, das kann man wohl sagen. Ich erinnere mich, wir haben vor Jahren mal in Frankreich beim Länderspiel gegen Frankreich in so einer Kabine gestanden, die sehr klein war und da gab es so einen kleinen Pfosten in der Mitte. Jetzt sitzen wir wenigstens, ist ja auch nicht schlecht. Ja, erste Halbzeit, also ich habe gesagt, so am Anfang, die Norweger waren unglaublich präsent, die Norwegerinnen, so in den ersten Minuten. Dann kam dieser Elfer wieder mal von der Schiedsrichterin gepfiffen, aber ich fand, die deutsche Mannschaft ist wirklich also sehr, sehr cool geblieben und hat eigentlich ihr Ding weitergespielt. Ja, das hat sich eigentlich so in den letzten Jahren schon so ein bisschen entwickelt, dass wir uns durch so einen Rückstand eben nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und der Elfmeter, das war da wurden Erinnerungen wach. Ich habe heute noch zu Natze gesagt, wenn du heute noch einen Elfmeter hältst, dann beweist du, dass es kein Glück war. Und sie war im richtigen Eck. Sie war in der richtigen Ecke, aber natürlich kann man nicht jeden Elfmeter halten, der war auch ganz gut geschossen. Der war sehr gut geschossen, ja. Aber es war schon beeindruckend, wie die Mannschaft dann sich nicht aus der Ruhe hat bringen lassen und sie zurückkam und dann eben auch zwei Tore gemacht hat. Ich finde, das zeichnet das Team und Sie sind ja Teammanagerin. Ich habe vorhin übrigens über den erlauchten Kreis der 100er und mehr gesprochen. Sie gehören ja auch, ich glaube, 144 Länderspiele. Ne? Genau. Auch dazu mittlerweile sind es 19 Spielerinnen. Ja. Behringer ist vielleicht die nächste. Aber das zeichnet, finde ich, die Mannschaft hier die ganze Zeit aus. In jedem Spiel habe ich eigentlich immer wieder sagen können, die wollen unbedingt nach vorne spielen, eigentlich die ganze Zeit. Also ich kann mich kaum mal an eine Phase erinnern, wo sie es haben 10 Minuten einfach mal so laufen lassen. Nee, also man spürt wirklich die Spielfreude bei den Spielerinnen. Die wollen gewinnen, erobern die Bälle auch schon sehr früh. Das ist auch so ein taktisches Mittel, dass wir eben Gegenpressing machen und direkt vorne angreifen. Und dadurch kommen die Gegner oft gar nicht zum Zuge. Und dann ist man natürlich schon weit vorne vor dem Tor und kann sich Chancen erarbeiten. Also man spürt die Spielfreude und deshalb macht das auch Spaß zuzugucken. Ja, auch das Gegenpressing sehr gut ein paar Mal, als man dann die Norwegerinnen auch in Schach hatte in der ersten Hälfte. Ja, ich habe schon so ein bisschen erzählt, Unterkunft ist ja wie immer sehr gelungen. Man hat vor allen Dingen seine Ruhe. Es ist, glaube ich, schon der perfekte Ort, um sich dann auch mal so diese 19 Tage zu gönnen mit einer Mannschaft, dass man eben auch gewisse Abläufe ein bisschen machen kann. Und der Trainingsplatz ist ja in exzellentem Zustand im Vergleich zu dem Platz hier. Ja, also wir kommen jedes Jahr gerne hierher. Also natürlich sind hier optimale Wetterbedingungen, um zu trainieren. Es ist nicht zu heiß, aber auch nicht zu kalt. Obwohl es inzwischen, glaube ich, kälter ist als in Deutschland hier. Ja, das stimmt. In Deutschland ist ja der Frühling gekommen. Nein, das ist optimal. Man hat hier viel Zeit zum Probieren. 4 Spiele, da kann man eben auch mal junge Spielerinnen reinbringen. Und die Silvia Neid hat ja auch immer junge Spielerinnen dabei, um sie einfach mal hier ins kalte Wasser zu werfen, wie die Kathi Hendrich, die vielleicht ja auch noch ins Spiel kommt, die erstes Länderspiel gemacht hat. Also dafür ist es immer gut, um zu probieren und eben auch zu sehen, wo die Mannschaft am Anfang der Saison steht. So, da war wieder Simone Laudea am Ball, die ja auch unheimlich gut unterwegs war. Ich fand Anja Mittag sehr präsent in der ersten Hälfte. Also eigentlich immer, wenn es gefährlich wurde, irgendwie hatte die immer einen Fuß dabei. Ja, also die ist das ganze Turnier hier, also spielt ein sehr gutes Turnier. Vor allen Dingen erarbeitet sie sich unheimlich viele Chancen, ist immer gefährlich und deshalb hat sie eben auch heute mal von Anfang an gespielt. Also auch im Sturm vorne gespielt, oder auf der 10. So, jetzt hat Jasic kurz zurückgeschaut, aber die Norwegerin Stensland ist das. Die steht schon wieder. Ecke, ein paar Varianten gibt es da. Vorhin haben wir ein paar Mal die gesehen, wo geballt einige deutsche Spielerinnen, ja, das war die Aktion da von Kessler, die sich schon erwischte auch, also hätte durchaus einen Pfiff geben müssen. Kessler, die jetzt reingekommen ist, aber die Kapitänin der Norwegerin schon wieder am Start. Maros Can. Das ist Kemme, die auch schon hier einen Einsatz hatte. Alle Feldspielerinnen haben hier schon ein paar Minuten bekommen bei dieser Partie. Bisher, das ist eben der
Guter Aspekt. Gut geholfen von Popp. Da verdribbelt sich Kessler ein bisschen, die ja kurzzeitig mal ein bisschen angeschlagen war, ne? Aber ist alles wieder okay, glaube ich. Ja, die hatte so einen kleinen grippalen Infekt. Das ging aber nach ein, zwei Tagen wieder weg. Die dürfte jetzt hundertprozentig fit sein. Lauder. Ja, da gab es noch einen Foul, war dann nicht mehr im Bild. Aufteilung sehen wir jetzt ganz gut. Lauder über die rechte Seite mit Schmidt, der gegen Island vor allen Dingen da eine Menge Betrieb gemacht hat. Tunnel. Und dann erstmal geklärt von Rönning. Das ist Dinsland und Rönning. Also das sind zwei, die sich auch über die 100 schon lange keine Gedanken mehr machen, was Länderspieleinsätze anbelangt. Und da haben wir Babette Peter. Schön, dass sie wieder dabei ist nach dieser langen, langen Pause. Langsam dunkel. Nochmal zur Orientierung. Ich habe das ja schon mal gesagt. Also das Finale wird ein bisschen früher sein. Und wir haben mittlerweile auch aus der Sendezentrale in Paris die Meldung bekommen. Wir werden Ihnen das komplett zeigen, logischerweise. Aber zu der Zeit, die auch angegeben war, das heißt um 17.30 Uhr. Der Grund, dass das vorverlegt wurde, jetzt einfach so, sind die Japanerinnen. Ich weiß gar nicht, ich glaube 17.30 Uhr ist da wahrscheinlich dann dunkel. Mitten in der Nacht, ja, genau, ja. Ne? Also die wollten logischerweise auch das ein bisschen mehr in die Zeit reinbekommen. Und deswegen hat man diesen Weg gefunden, ist ja auch ganz okay. Japanerin, die sich knapp durchgesetzt haben, fast in allerletzter Sekunde gegen Schweden. Bei einem Unentschieden wäre Schweden im Finale gewesen, so ist es Japan. Deutschland stand ja schon vor dieser Partie als Finalist fest. Schmidt. Mal schauen, mal mit dem Experiment. Heute ein bisschen weiter zurückgezogen, um als Erste dann den Ball zu kriegen, das Spiel aufzubauen, was er logischerweise auch kann. Kessler, die im Prinzip die Position von Gößling ersetzt. Jetzt kommt Schmitz. Unglaublich laufstarke Spielerin. Flanke ist sehr gut. Dann nochmal die Chance. Popp. Gute Möglichkeiten. Ich glaube, beim ersten Mal war Mykjalan dazwischen. Ich habe schon angedeutet, Alexander Popp, die ja früher abreist. Ich habe mich erst gefragt, Mensch, Wolfsburg hat doch gar keinen Zoo. Aber wir haben es mittlerweile aufgeklärt, ist in der Nähe. Steht die Prüfung an. Und darum also heute auch viel Spielzeit. Was war sonst so los die Tage? Viel Ruhe. Aber ich glaube, es geht auch viel Zeit weg. Es sind viele Besprechungen, Videoanalysen. Ja, wir haben zwischen den Spielen ja eigentlich immer nur einen Tag Zeit. Oh, herrlich. Dann nehmen wir uns dafür noch mal kurz Zeit. Die hat ja gestern ewig lange noch Schusstraining gemacht. Nach dem Training Marosjan erinnert mich an das Tor von Gößling, was wir hier auch schon gesehen haben. 4-0, glaube ich, gegen Island war das. Jetzt das 3-1. Marosjan mit einem weiteren Treffer. Das waren bestimmt 30 Meter. Im letzten Jahr hat sie hier ein Tor geschossen aus 40 Meter. Ja. Und ich habe vorhin mal gesagt, also wenn die den Ball voll trifft, Nadine Anger hat den Ball dann immer rausgerollt Richtung 16er und sie den dann voll genommen,
da hatte auch die Natze ein bisschen Respekt. Ne? Also ja. Wenn die den echt erwischt, dann ist das schon lebensgefährlich, die hat, muss man echt sagen. Tolle Schusstechnik und da richtig Power. Also das ist für die Torhüterin kein Spaß, wenn die relativ nah vorm Tor steht. Und dazu schießt sie auch noch sehr gezielt, also unheimlich tolle Schützin. So, und jetzt verstehe ich nicht ganz die Entscheidung. War Angra noch dran? Ich habe erst gedacht, na, nicht schon wieder Elva. Weil das war ein sehr gefährlicher Konter der Norwegerin. Vielleicht werden uns das die portugiesischen Kollegen dann nochmal einblenden. Jetzt wieder Steensland. Ist lange unterwegs. Die Ecke. Die deutsche Mannschaft muss schnell raus und macht das auch. Wieder Steensland. Dann hat er erst den Ball verloren. Und dann Abseitsentscheidung. So, vielleicht jetzt Gelegenheit. Mal sehen, ob die Kollegen das zeigen. Nee, machen sie nicht. Wäre jetzt Zeit gewesen. Nee, war kein Abseits, war abgepfiffen. Ja, was ist jetzt? Jetzt wird es ein bisschen verwirrend. Wer darf denn nun? Also wenn es abseits war, müsste normalerweise Norwegen den Ball haben. Lehne ich mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster. Und ja. Tatsächlich. Wer macht eigentlich den meisten Blödsinn im Team? Ist das Angra so? Ja, die ist schon ein Spaßvogel. Schon, ne? Die ja. Ist nicht auf den Mund gefallen. Kessler, die übrigens auch einen guten Schuss hat. Das war jetzt kein Beispiel dafür. Aber sie hat erst geguckt auf die rechte Seite. Und da waren die Norwegerinnen relativ geschickt und auch schnell im Zurückgehen. Und sonst war niemand da. Und da kann sie auch dann schon mal abziehen. Ja, sie hat auch einen sehr guten Schuss, auch sehr platziert. Also da hat sie auch schon das ein oder andere Tor geschossen. Der Schuss war natürlich jetzt nicht so gut. Die war gestern auch in dieser Dreier-Kombo, die da noch ein bisschen geschossen hat am Ende. Ja, das sind auch die klassischen Freistoßschützen, die da gestern zusammenstanden. Ehringer, Kessler und Marschan. Die versuchen dann natürlich noch ein paar ruhende Bälle nach dem Training zu spielen. Alles ist ja schon perfekt, dass man zu Fuß dann auch zum Hotel gehen kann. Spielerinnen dann in einzelnen Gruppen, weil wie gesagt, die einen noch ein bisschen Schusstraining gemacht haben. Ja, das sind hier wirklich optimale Bedingungen. Das Hotel haben wir für uns ganz alleine. Das Essen ist sehr lecker. Der Trainingsplatz ist in der Nähe. Super Bedingungen, also wirklich ein Top-Platz. Der wurde ja damals angelegt für die Männer-Europameisterschaft 2004. Da hat ja die Männer-Nationalmannschaft in dem Hotel gewohnt. Und wir fühlen uns hier wirklich sehr wohl. So, das war jetzt hier zu Recht geahndet, das Foul. So, jetzt steht gleich ein Wechsel an bei der deutschen Mannschaft. Jetzt wollen wir erstmal sehen, dass das geklärt wird. Leupold steht bereit. Auch eine der Jüngeren, die wird im nächsten Monat 20 Jahre alt. Durchschnittsalter 24, bei der EM sogar noch ein bisschen jünger, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Knapp ja, unter weil 24. Alle Spielerinnen jetzt auch fast ein Jahr älter geworden sind. Ja, aber wir haben immer noch eine sehr, sehr, sehr junge Mannschaft. Ja. Und es kommen auch immer neue junge Spielerinnen dazu. Wenn man das so im Training beobachtet, also das ist schon auch so, dass die sich alle sehr gut ergänzen. Zwei gibt es sogar. Laudert geht raus. Alushi kommt. Ja, auch auf der Außenposition dann spielen wird. Auch viel rochiert. Und Marochan geht auch raus. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie wieder eine Etage weiter vorne spielt im Finale. Aber das sehen wir dann. Das sind also die beiden, die jetzt rausgehen. Und da haben wir Melanie Leupolz im Allgäu geboren. Auf der anderen Seite auch noch zwei Wechsel.
dauert ein bisschen. 5 geht raus und die 14 kommt. Das ist ja immer so bei diesem Wechselspiel hier. Also weiter ist drin und dann Deckerhus, die ein paar starke Auftritte hatte, kann ich mich noch gut erinnern, bei der Europameisterschaft. Katrin Deckerhus. Die Spielerin mit der 14, da haben wir sie eben gesehen, spricht übrigens perfekt Dänisch, Mutter ist Dänin. Die war sehr präsent in einigen Spielen. Ja, Pellerud, erfahrener Trainer, probiert auch viel aus. Ich glaube, auch das ist optimal, weil jede Mannschaft weiß, egal wie sie abschneidet, ich spiele viermal. Ja. Pop. Marushi kam ein Tick zu spät. Dann erstmal wieder aufbauen. Kran. Rechts Schmidt. Dann Peter halb links in der Innenverteidigung. Links Kemme. Marushi kommt jetzt über die Außenposition. Mittag und Šašić sind offensiv. Zentral. Auch da gibt es immer mal die Wechsel. Die vier Spielerinnen sollen schon vorne, die sollen schon immer wieder, ne, rochieren, viel. Das ist, glaube ich, schon genau so die Handschrift, die Silvia Neid sehen will. Genau. Also grundsätzlich im ganzen Spiel soll Flexibilität sein. Da soll auch mal von links nach rechts gewechselt werden. Aber Anja Mittag und Celia Šašić, die spielen halt die 9 und die 10. Die Anja eigentlich ein kleines bisschen hinter der Celia. Aber sie erarbeitet sich aus der Position halt unheimlich viele Chancen. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Sie ist wirklich in einer sehr, sehr guten Form. Ja, und da haben wir die, die reingekommen ist. Vera Alushi. Ich kann mich immer noch nicht an den Nachnamen erinnern. Ja, aber es geht auch vielen Aktiven, so habe ich festgestellt. Wir tragen ja viel Bundesliga. Für uns ist es immer noch Lira. Ne? Ja, Lira sowieso, das ist klar. Aber nicht mehr Bayramay Alushi? Naja, gut. Das Gleiche gilt ja auch für die Spielerin, die die 13 trägt. Jetzt vorne im Zentrum steht Celia Šašić. Kessler. Kran. Alushi. Stenslands. Die Supertechnikin, die im ehemaligen Jugoslawien geboren wurde. Ronning mit der 7. Torschütze Mikjaland oben auf der rechten Seite. Hier haben wir sie, Trine Rönning. Trondheim geboren, viele, viele Jahre schon eine der Leistungsträgerinnen in der Abwehr. So, das wäre jetzt Rückpass gewesen. Wechsel Schmidt. Alushi. Na, zu weit vorgelegt von
Lira Alushi. Geburtstagsfeier gab es auch, haben wir gehört, ne? Wie immer eigentlich beim Algarve Cup. Das ist schon, das gehört ja schon zum Programm. Genau. Lena Gößling hat am Weltfrauentag Geburtstag und das wurde dann gebührend gefeiert. Nicht nur der Geburtstag, sondern auch von den Männern wurden wir natürlich ein bisschen auf Händen getragen an dem Tag. Was durften die alles machen? Ein bisschen bedienen und so? Die haben uns mittags bedient, haben Service gemacht, haben sich als Köche eingekleidet. Oh, und das war wirklich sehr süß und schöne Schoko-Erdbeertorte gab es auch. Ganz genau. Dann haben wir ein bisschen für die Lena gesungen. Also es war ein sehr rundum gelungener Tag. Gut gespielt. Ja, war nicht schlecht gemacht da. Deutsche Mannschaft jetzt ein bisschen zurückgezogen. Mittelfeld muss jetzt ein bisschen mehr rausrücken wieder. Jetzt könnte es schnell gehen. So, die kreuzt wunderbar, genau richtig, muss jetzt abziehen. Auch so eine, die einen fantastischen Schuss hat. Sehr gut gemacht von Celia Šašić, die ja schon 15 Treffer erzielt hat in der Fußball-Bundesliga. Schön von Kessler gestört und dann ging es eben sehr schnell. Auch da war es richtig entschieden, dass sie abzieht, weil links aus ihrer Sicht war alles zu. Šašić ist eine, die wahnsinnig viel arbeitet, ne, fürs Team. Also jetzt keine, die nur im Zentrum steht, sondern... Ja, das zeichnet sie aus. Sie macht auch unheimlich viel Räume für die Mitspielerin, fordert nicht nur die Bälle, sondern geht auch nach außen, um dann, wie gesagt, Räume zu schaffen und ist unheimlich wichtig und ist natürlich brandgefährlich vor dem Tor. Hat jetzt 50 Länderspieltore, glaube ich, geschossen in 90 Spielen, also das ist eine überragende Nette Bilanz. Quote, ja. Und in der Bundesliga mit 15 auch nicht so ganz wenig. Genau, da hat sie ein paar Spiele gebraucht am Anfang, ja, um sich in Frankfurt einzuleben. Aber inzwischen ist sie da auch absolute Leistungsträgerin und auch eine der wichtigsten Torschützinnen. Sie beobachten das ja auch in der Bundesliga. Also ich habe schon das Gefühl, klar, die großen drei nennt man immer wieder. Momentan Wolfsburg ein bisschen da hinten durch die Niederlage beim FC Bayern München. Aber wenn ich so die Münchnerin zum Beispiel anschaue, auch dass es so an Neuverpflichtungen dann im Zuge der Zeit gab. Jetzt schauen wir da nochmal ganz kurz hin. Abgelaufen. Also ich habe schon die Hoffnung, dass das vielleicht so in 4-5 Jahren noch ein bisschen mehr an Breite gibt, was der Liga ja auf jeden Fall gut tun würde. Das hat sich ja schon sehr positiv entwickelt. Genau. Inzwischen ist das so, dass wirklich fast jeder jeden schlagen kann. Es ist sehr viel spannender geworden. Früher war es meistens ein Verein, maximal zwei, die wirklich da um die Meisterschaft mitgespielt haben. Und inzwischen ist es spannender geworden. Fußball lebt natürlich von der Spannung. Deshalb ist es natürlich toll für die Entwicklung des Frauenfußballs. Und ich glaube auch, dass sich da in den nächsten Jahren das noch weiter entwickeln wird, dass es eben noch ausgeglichener wird. Genau. Und gerade Bayern München ist für mich eine Mannschaft, die da oben durchaus mitspielen kann. Melanie Leupold wird ja in der nächsten Saison auch da spielen. Also die fest jetzt, genau, Vertrag ist unterschrieben. Genau, die verstärken sich da gezielt mit jungen Spielerinnen. Wir haben einen Top-Trainer, also deshalb ist mit denen sicherlich zu rechnen. So, jetzt gibt es die Sarah Delbritz-Rufe, die jetzt gleich kommen wird. Schuss nochmal von Pop. Auf der anderen Seite auch nochmal Wechsel. Mit Jalland geht raus und Öland kommt. Und dann wird es auf der deutschen Seite dann wahrscheinlich auch gleich den Wechsel geben. Mit Jalland, die ja, den souverän geschossen hat, können wir sagen. Und jetzt kommt Sarah Delbritz dann auch gleich rein.
Ulrike Ballweg, die dann unten immer den Zettel abgibt bei der vierten Offiziellen, wo dann genau draufsteht, wer reinkommt und wer rausgeht. Pop in die Hacke gespielt von Alushi. Nochmal Pop. So, jetzt würde ich mal sagen, Maroschan ist nicht mehr dabei. Kessler kann das auch. Jetzt gibt es noch eine gelbe Karte. Also gelb haben wir gesehen für Nora Berge. Hier für die Aktion. Kessler, die ganz starke Freistöße tritt. Šašić ist aber auch eine. Wir warten jetzt noch mit dem Wechsel. Leupold steht auch dabei. Auf geht's. Ja, also die Anzahl der Damen in der Mauer zeigt schon, gewisser Respekt ist da, ne? Absolut, zu Recht. Zu Recht. Šašić, gut. Ah, schade. War schön gezirkelt. Ja, die Sil, der hat auch eine unheimlich gute Schusstechnik. Vor allen Dingen kann sie mit der Innenseite unheimlich scharf schießen und platziert. Substitution for Germany. Substitution for Germany. Player out. So, Mittag. Tolle Partie hat sie absolviert. Und jetzt kommt Sarah Debritz. Ja, zu der fällt mir ein, dass sie sehr jung ist. Wie viele andere, 19 Jahre alt, die Freiburgerin. Und mir fällt auch ein, dass die, glaube ich, gestern den kapitalsten Fehlschuss im Training hatte. Ja. Da musste der Ball, wenn ich mich recht erinnere, aus einem Baum rausgepickt genau, werden. Genau, wir machen ja traditionell immer das Ausschießen alt gegen jung am Tag vor dem Spiel. Und sie war logischerweise bei den Jungen. Und wenn der Ball über den Zaun hinter dem Tor geht, dann muss die jeweilige Mannschaft immer Liegestütze machen. Mussten gestern übrigens beide Teams auch mal machen. Genau, und bei den Jungen war es eben die Sarah, die den Ball drüber gedroschen hat. Und da musste noch extra eine Leiter organisiert werden, also dieser rührige Platzwart, den wir da ja auch jedes Jahr sehen, der heute übrigens den Platz noch ordentlich gewässert hat, der musste dann die Leiter rausholen. Also der war sehr weit oben und einige haben gesagt, Mensch, da muss sie aber noch einen ausgeben. Ja, das hat sie nicht gemacht. Aber das mit den Liegestützen war Strafe genug für die und Jung hat dann auch verloren. Ich weiß jetzt nicht, ob das daran dann lag, aber... Wie hält sich dann sonst so die Waage? So, grundsätzlich ist das ist meistens so, dass alt, oder? Alt ja, ja. Eigentlich immer gewinnt. Ja. Ausnahmen bestätigen die Regel. Die Jungen jubeln dann auch immer unglaublich laut, wenn sie mal gewinnen. Wenn sie gewinnen, dann feiern sie das entsprechend. Aber es kommt halt nicht so oft vor. Aber es ist ein nettes Ritual mittlerweile seit langer, langer Zeit. Unabhängig davon auch eine gute Übung. Geht auf Zeit, glaube ich, ne? Oder? Ja, das ist, sind 2x10 Minuten. Genau. Mit Seitenwechsel, wie es sich gehört. Ganz genau. So, da haben wir Melanie Leupold. Perspektivisch auch eine exzellente Spielerin. Ja, die hat sich auch unheimlich positiv entwickelt. War ja im letzten Jahr, kam erst kurz vor der EM in den Kader, sehr überraschend, hat sich auch unheimlich darüber gefreut und hat sich wirklich ganz toll entwickelt und hat jetzt hier auch in jedem Spiel deshalb ihre Einsatzzeiten bekommen. Und das ist sicherlich eine Spielerin, mit der wir langfristig rechnen können. Und sie ist ja auch noch sehr jung, wird aller Voraussicht nach in diesem Jahr bei der U20-Weltmeisterschaft noch mitspielen in Kanada. Also da erhoffen wir uns einiges davon. Auch eine, die wie viele andere ja auch diese Fritz-Walter-Medaille bekommen hat, ich glaube in Bronze und auch in Gold. Das ist dann immer eine spezielle Ehrung für die Besten der unterschiedlichen Altersklassen. Melanie Leupold. Bei der vor allen Dingen aufgefallen ist, dass das, aber das ist eigentlich bei allen so. Ich finde, es gab eigentlich nie einen Bruch. Das heißt, das, was Silvia Knight auch schon vor dem Turnier mir gesagt hat, dass sie vor allen Dingen will, dass jede da die andere ersetzen kann und das nichts ändert. Genau das haben wir hier gesehen auch.
Ja, man spürt eben auch, dass die jungen Spielerinnen ihre Erfahrung in den U-Nationalmannschaften gesammelt haben. Da spielen wir das gleiche System. Das heißt, wenn die Spielerinnen hier zur Frauennationalmannschaft kommen, dann wissen die genau, was auf jeder Position zu tun ist. Und das hilft uns hier natürlich unheimlich. So, jetzt ruhig, mutig, mutig! Also Jelmstedt, die hat so ein paar Sachen dabei. Sarah Debritz war das, mutig abgezogen. Auch so eine, die da nahtlos reinkommt. Auch eine, die übrigens zweimal schon diese Fritz-Walter-Medaille als Auszeichnung abgeräumt hat. Glaube ich, auch nachberufen wurde für die EM. Genau, die kam dann als letztes noch dazu, als unser Küken. Ja. Und hat da auch ihre Einsatzzeiten bekommen. Mhm. Also das ist auch eine Spielerin mit einer großen Zukunft. Bröning. Oh, der ist gut. Ja. Aber Anger ist da. Die Abenteuerlustige. Dauerreisende, ich glaube unmittelbar nach dem Algarve Cup, ne, geht es Richtung USA. Ja, sie macht noch ein paar Tage Urlaub zwischendurch. Nicht viel, aber, ne? Genau. Und dann geht es direkt nach Portland. Genau, von Portland aus dann auch wieder gleich irgendwie ins Trainingslager mit der Mannschaft. Also sie ist ein bisschen geschafft von der Vielfliegerei. Ja. Steht schon wieder, jetzt passiert's, Gott sei Dank, wie überhaupt ja jetzt es keine weitere Blessur gab. So, da sehen wir nochmal, zu wenig Druck da auf den Kopfball bekommen, kein Problem für Nadine Angerer. Die ja typisch, wie es für sie ist, da in Australien ganz spezielle Erfahrungen gemacht hat. Ich glaube, anfangs hat sie in der WG gewohnt, so 12 Quadratmeter, aber das ist eine, glaube ich, die hat da keine besonderen Ansprüche, oder? Nee, sie ist halt so ein Typ, sie liebt das so ein bisschen alternativer auch zu leben. So, die ist schickimicki, das liegt ihr nicht. Nee. Und sie liebt es eben auch, andere Menschen kennenzulernen, andere Länder, andere Kulturen ist sehr kennenzulernen. Offen auch, ne? Genau. Und das war eben auch einer der Gründe, warum sie nach Australien gegangen ist, weil. Besonders viel Geld hat sie da nicht verdient, hat sie zumindest behauptet. Aber es sind eben einfach Erfahrungen gewesen. Und sie hat gesagt, das war die beste Zeit in ihrer Karriere. Ja, sie hat ja gesagt, ich würde diese Erfahrung immer dem Geld auch vorziehen sogar. Ne? Und sie hat Thomas Broich immer wieder getroffen auch. Sie haben sich verabredet im Café. Thomas Broich, der ja ein exzellenter Bundesligaspieler war, der das Ganze, na, ich will aber sagen, mal mental nicht so richtig stemmen konnte. Und der einer der Superstars ist mittlerweile in Australien, der eine Wahnsinnskarriere gemacht hat. Unglaublich beliebter Spieler, Spieler des Jahres schon geworden, Meister geworden. Die haben sich ganz gut ausgetauscht dann auch, ne? Ja, ich glaube, die haben so die gleiche Wellenlänge, was ich so gehört habe. Und das ist natürlich gut, wenn man da dann auch jemanden hat, mit dem man vielleicht auch mal Deutsch sprechen kann. War kräftig für Bienesoy, die aber sich kurz geschüttelt hat. Ja, Schiedsrichterin hat so ein paar Entscheidungen dabei, die, na sagen wir mal, man ein bisschen schnörkelloser lösen könnte. Ah, okay. Tesla. Alushi, schön gespielt. Schade. Also auch in der Höhe Ergebnis absolut korrekt. Hier von den ganzen Verhältnissen von dem, wie das Spiel verteilt war. Ne? Ja, aus meiner Sicht schon. Also ich denke mal, in der zweiten Halbzeit gerade ist die deutsche Mannschaft schon sehr überlegen. Bisher hat sich das nur in ein Tor ausgezahlt, aber ich glaube wirklich, dass das Ergebnis so okay ist. Ich würde mir natürlich noch ein weiteres Tor wünschen. Klar. Für uns.
So, morgen dann normalerweise ja, so ein bisschen aktive Erholung, Regeneration für die, die gespielt haben. Ne? Das ist ja so der Tagesablauf. Genau, morgen früh Regeneration, dann natürlich Nachbesprechung dieses Spiels. Ja. Und dann werden wir uns natürlich auf den nächsten Gegner, was dann ja Japan sein wird, schade, vorbereiten. Das heißt, der Gegner wird auch vorgestellt. Und dann ist am Mittwoch ja schon wieder das Spiel. Wird ja dann immer eigens zusammengeschnitten auch, ne? Ich glaube, Jan Heidermann macht das. Genau. Aus dem Stab insgesamt noch, ich glaube, wir haben mal durchgezählt, 15 Helfer, Betreuer, Unterstützer, Spezialisten, die dem Team zur Verfügung stehen. Köchin ist auch da. Ich habe ja schon sagenhafte Geschichten gehört von den berühmten Pfannkuchen, die es immer gibt, im sogenannten Matchmeal, was ja zum Beispiel in Amerika auch viel im Basketball gemacht wird. Also nach dem normalen Mittagessen, was glaube ich heute um 12 war, dann nochmal 2,5 Stunden später. Ja, so ein kleines Ritual ist das auch, ne? Das ist ein Ritual, aber das ist eben auch so 3 bis 3,5 Stunden vor dem Spiel. Essen wir immer noch mal richtig, und da gibt es traditionell, ich glaube seit immer, ja, Pfannkuchen. Die berühmten Pfannkuchen, ne? Die sind auch psychologisch für uns inzwischen unheimlich wertvoll und sind natürlich auch lecker. Ja, und das ist halt so ein Ritual. Deutsche Davis Cup Mannschaft im Tennis macht das immer mit Milchreis. Da steht Milchreis immer. Ist ja nun auch. Hätte ich auch nichts dagegen. Ja, ist auch, ne, ein gewisser Speicher dann, den man dann hat, also auch ganz wichtig so als Nahrungsmittel, und die haben den Milchreis sich auserkoren. Wichtig sind dann, glaube ich, Kohlenhydrate, also es gibt natürlich auch die obligatorischen Spaghetti, also für jeden ist da was dabei, aber die Pfannkuchen, die dürfen auf gar keinen Fall fehlen. Und wenn es dann zum Geburtstag auch mal eine Torte gibt, ist ja alles gut. Ja, also es gibt bei uns natürlich aufgrund der Köchin, und momentan haben wir auch noch einen Koch dabei, der Holger Stromberg ist zurzeit bei uns dabei, ist das Essen natürlich absolut ausgewogen, sehr lecker. Abgestimmt gesund. Dann mit dem Hotel logischerweise auch. Ganz, ne? Genau. Und da gibt es auch natürlich ein Dessert immer, also wir werden da auch ein bisschen verwöhnt, weil die emotionale Komponente des Essens natürlich auch nicht unterschätzt werden darf. Substitutions for Norway players out. 19 player Ingvid Isaksen. So, da ist auch gleich das Auswechselkontingent schöpft. Guru Reiten. And number 22. Reiten kommt. Und Hegerberg. Ja, bekannt. Die Schwester, die ja auch bei Potsdam gespielt haben, hat der Youngster, ist, ich habe das gesagt, leider verletzt. Die ist umgeknickt im letzten Spiel, kann nicht spielen, hat eine Knöchelverletzung. Ja, Doris Fitschen, Endphase. Ich glaube, sie wollen auch irgendwann runter zum Team. Es ist ja auch recht frisch. Vielen Dank für diese Eindrücke. Wir haben ein bisschen bequemer gesessen, zumindest als in Frankreich. Das stimmt, ja. Ne? Und wir freuen uns auf das Finale, und ich bin ehrlich gesagt guter Dinge. Und die Japanerin heute ein bisschen bei uns im Programm gesehen. Achtung, jetzt schauen wir uns. Kriegt ihn nicht richtig rum. Schade. Debritz, die enorm gefährlich ist. Also die Japanerinnen haben sehr guten Eindruck gemacht, waren von ihnen in der ersten Hälfte wirklich auch die bessere Mannschaft. Wird ein schönes Finale, glaube ich, auf das wir uns freuen können. Also wir freuen uns auch. Japan ist natürlich eine spielerisch sehr starke Mannschaft. Genau. Deshalb wird die spielen bestimmt vor allen Dingen auch mit dann. Ne? Genau, und das macht natürlich richtig Spaß. Und ich glaube, das wird auch für die Zuschauer ein richtig schönes, spannendes Spiel. Und deshalb sind wir absolut froher Dinge. Gut, besten Dank. Grüße an die Mannschaft. Und hoffentlich ein bisschen Wärme unten. So, dann schauen wir uns noch mal die letzten Minuten hier an, ob vielleicht die deutsche Mannschaft noch ein bisschen was entwickeln kann. Vielleicht ein, zwei Minütchen wird es oben drauf geben. Mittlerweile Norwegen da fast komplett nur noch in der eigenen Hälfte. Kran, die dann kaum noch was zu tun hatte in der zweiten Halbzeit. Kessler, sehr gut gespielt auf Pop, wunderbar gemacht. Jasic, der ein bisschen wartet. Also die Torchancen häuften sich, und Skammelsrüdlunds von Lilleström, wo sie schon lange spielt, die Nichte eines ehemaligen
Fußballprofis, Bengt Skammelsrud, ganz bekannter Name in Norwegen, die stellt sich dazwischen. Haben wir sie mit der 2. Leupolz. Mal eine andere Variante, die aber nicht funktioniert. Pop. Oh, Tunnel. Der ist dann nicht so richtig druckvoll. Von Celja Šašić. Da sehen wir es nochmal. Ja, was nimmt Even Pellerud davon mit? Gute Anfangsphase, immer mal wieder so ein paar Szenen auch von Norwegen dazwischen, aber der Unterschied war sehr deutlich. Also ich finde, das ist nicht zu vergleichen noch mit der EM, gerade mit dem Gruppenspiel. Deutsche Mannschaft ist unheimlich kompakt, hat eine klare Linie, das ist deutlich zu sehen. Wenn man überlegt, was auch da an skeptischen Kommentaren kam vor und teilweise noch während der EM. Ich glaube, dass es mit diesem Turnier, egal wie es dann ausgeht, am Ende im Finale, ad acta gelegt. Nochmal für Sie der Hinweis, 17:30 am Mittwoch werden wir Ihnen das komplette Spiel präsentieren. Das jetzt ja überraschenderweise ein bisschen früher stattfindet, weil es sich eben um Japan handelt und man auch den japanischen Fußballfans zu Hause da noch ein bisschen Möglichkeit geben will, das Ganze nicht zur nachtschlafender Zeit zu beobachten. Gut gelöst. Auch da ist zu sehen, ob Däbritz oder ob Leupolz, also nahtlos wachsen die Reihen, haben Selbstvertrauen, auch den Ball zu behaupten. Das ist wieder Däbritz, wieder hängen bleibt an Mjelde, der jetzt einer der wenigen durchspielt bei Norwegen. 6 Wechsel sind ja erlaubt bei diesem Algarve Cup. Hjelmseth hat einen Kapitän und einen etwas weniger schwerwiegenden Fehler gemacht. Na, ganz vorne alleine Bjarne Soy, die Offensivspielerin, die in Chicago geboren wurde, mit der 13, schon mal bei U19 Europameisterschaften Top-Torschützin gewesen, aber heute in einem Kopfball, da war sie fast dran, aber das war relativ harmlos, aber heute gab es gerade in der zweiten Hälfte kaum nennenswerte Szenen nach vorne für die unterlegenen Norwegerinnen. Ein richtig starkes Turnier der deutschen Mannschaft. Däbritz. Schmitz. So, jetzt kommt wieder dieses Pressing, dieses Draufgehen. Und dann ist der Ball sehr oft auch direkt weg, so wie hier. Das macht die deutsche Mannschaft hervorragend. Silvia Knight hatte eigentlich auch erwartet, dass die Norwegerin, ähnlich wie bei der EM, da auch ein bisschen wechseln. Also das heißt draufgehen, so wie hier zu Beginn der Partie und dann sich auch mal wieder zurückziehen und auf Konter spielen. Aber von diesen Möglichkeiten war dann nichts mehr zu sehen im zweiten Teil. Da war Deutschland dann zu überlegen. Let's go Celja, hier diese deutsche Fankolonie, jetzt das mittlerweile richtig frisch geworden ist, hier in Albufeira an der Algarve-Küste. Stadien liegen alle ja relativ dicht beieinander. Deutsche Mannschaft fährt hier etwa 30, 35 Minuten hin mit einem zur Verfügung gestellten Bus. Das ist ja mittlerweile alles perfekt organisiert. Wird ja auch an dem letzten Tag dann noch die Platzierungsspiele geben. Der Zweite gegen den Zweiten der jeweiligen Gruppe, Dritter gegen Dritter. Dann hinten raus gemischt. Es gibt ja noch eine drittere, von der Papierform her leistungsschwächere Gruppe. In den Anfangsjahren ja weniger Mannschaften hier. 94, 6 Teams in 2 Gruppen und das nahm dann immer mehr zu. Jetzt hat man 12. Kein nach vorne kommen mehr für Norwegen, die inzwischen mit einer 4-5-Formation da hinten spielen.
Das heißt dann nur noch auf Verteidigen gehen. Bienesso ist die einzige, die vorne als alleinige Spitze da noch stand. So, jetzt gibt es nochmal Freistoß. Alushi, die das auch kann. Die zum Beispiel auch eine ist, die gute Freistöße schießen. Die kann aus dieser Entfernung 3 Minuten gibt es schon drauf, sehe ich gerade. Also so 16, 17, 18 Meter. Alushi, der kommt gut, der kommt sehr gut. Richtig gut gemacht. Und dann Pop, die so gerne ein weiteres Tor erzielen würde. Die zum 5-0 Endstand gegen Island getroffen hat. Und die jetzt also durchspielt und dann abreisen wird. Und dann wünschen wir alles Gute bei der Zwischenprüfung zur Tierpflegerin. Ungewöhnlicher Beruf, finde ich. Habe ich selten gehört, dass eine Fußballerin eine solche Ausbildung macht. Fepas Šašić. Es gibt echt nicht viel zu meckern. Jetzt kann man sagen, gut, Norwegen hat sich dann vielleicht doch ein bisschen harmlos gezeigt. Aber die haben es ja am Anfang probiert, das haben wir gesehen. Und das frühe 0-1 wieder mit der Elfmeter-Geschichte. Das hat die deutsche Mannschaft gar nicht aus dem Rhythmus gebracht. Das fand ich vor allen Dingen bemerkenswert heute, dass sie wie in den anderen Spielen auch ganz klar ihren Plan weiterverfolgt haben. Und dann im Endeffekt ein verdientes 3-1 rausholen. Dritter Sieg im dritten Spiel. So kann man eine Gruppenphase gestalten und damit also im Finale. Die waren dreimal Zweiter, haben zweimal den Titel geholt. Die Deutschen jetzt der nächste Anlauf nach 2006 und 2012 hier erneut erfolgreich zu sein. So, jetzt mal der Versuch, aber auch der landet dann gleich bei Annika Kran. Letzte Offensivaktion vielleicht. Dann ist dieses letzte Gruppenspiel der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft vorüber. Reiten, die es nochmal probiert. So, war eine gute Flanke. Immerhin. Schöne Flanke da von Duro Reiten. Sehr junge Spielerin. 18 Jahre jung. Letzten Jahr auch, vorletzten Jahr bei der U20 EM schon dabei. Schmitz. Ja, war geschoben, richtig, von Skammelsrud Lund, die früher eine sehr gute Handballerin war. Die Linksverteidigerin, die reinkam. So, jetzt müsste es dann eigentlich gleich den Pfiff geben. Genau so ist es. Ja, sehr energisch die Schiedsrichterin. Und alles gut am Ende. 3:1 für die deutsche Mannschaft. Damit der dritte Sieg für die Ladies von Silvia Knight. Auch das war überzeugend. Auch da gibt es natürlich immer einiges dann in der Nachbetrachtung zu analysieren. Aber nach dieser etwas holprigen, ganz kurzen Anfangsphase, als dann Norwegen auch eine Menge gemacht hat, kann man sagen, dann war es eigentlich nur noch Deutschland, das gespielt hat. Und dann haben sie sich auch verdientermaßen diesen Erfolg geholt. Morgen früh wird regeneriert für die, die zum Einsatz